Jo, hi, der Joachim von Session Music, heute für euch am Start Hamer Monaco in Tobacco Sunburst. Jo, Hamer Monaco, ich würde mal sagen, sehr, sehr witziger Bass, hat ein bisschen was von der Les Paul in groß, ja. Ich fange jetzt gleich mal mit der Beschreibung an. Da haben wir es zu tun mit einer schönen Riegelahorndecke, ja, da seht ihr schön die Maserung auf dem Bass. Darunter befindet sich ein Mahagoni-Korpus, der hat Tonkammern. Das hat einmal den Vorteil, dass er sehr, sehr leicht ist, wir haben also ein sehr schönes Gewicht. Ne, der hat Tonkammern, das heißt, der ist hier hinten aufgefräst und hat dann dadurch einfach nicht den vollen Korpus zur Größe, sondern man hat praktisch unter der Decke Hohlkammern eingebaut, die sorgen für einen etwas eigenen Ton, würde ich mal sagen, und gleichzeitig für ein sehr schönes Gewicht. Die Tonabnehmer, das sind Fat Cat Pickups von Hamer. Da haben wir es dann zu tun mit zwei Single Coils. Jeder Single Coil hat seinen eigenen Lautstärkenregler. Wie ihr seht, mit diesen Chicken Heads hier, das ist sehr witzig, weil man kann praktisch auch sofort sehen, an welcher Position der gerade steht. Und es ist auch sehr handlich, muss ich sagen. Ist auch ein witziges Design. Und natürlich haben wir noch den Tonregler für die Gesamtlaut, also für beide Pickups gleichzeitig dann. Die Brücke, ganz klassisch eingebaut, hier mit höhenverstellbaren Reiter natürlich, damit man Oktavreinheit und die Seitenhöhe hier schön verändern kann. Kommen wir zum Hals. Sehr schöne fette Bünde haben wir hier drauf. Gleichzeitig natürlich ein Palisander-Griffbrett, Hamer-Kopfplatte und dann haben wir da hinten noch Schallermechaniken. Schöne ölgekapselte Mechaniken, die sorgen für Stimmstabilität und die halten auch sehr gut. Ja. Ich spiele jetzt nochmal ein paar Ticks auf dem Bass. Es ist wirklich so, dass man den Bass eigentlich für Blues, für Rock, für heftige Sachen benutzen kann. Ich habe jetzt auch mal Plektrum an Start heute genommen, damit ihr auch mal hört, wie so ein Bass mit einem Plektrum klingt. Ja, und dann geht es direkt mal los. Ich zeige euch jetzt erstmal die Pickups im Einzelnen. Jetzt eingeschaltet nur der Pickup am Steg. Röhrt ein bisschen mehr. Ja, den drehe ich jetzt mal weg und jetzt kommt der Pickup in der Mitte. Hat auch einen schönen eigenen warmen Charakter. Also der Bass klingt insgesamt sehr warm, sehr voll, sehr voluminös. Und jetzt drehe ich beide mal voll auf. Beide Pickups, auch der Tonregler. Fängt er ein bisschen an zu kehlen, kriegt den schönen, runden, warmen Ton. Ja, und es ist halt so ein typischer, warmer, absoluter, klassischer Rock-Bass-Sound, würde ich mal sagen. Macht Sinn, das gute Stück mal auszuprobieren. Ganz wichtig natürlich noch zu erwähnen, das ist Made in USA. Das ist also kein Fernost-Import. Man hat praktisch hier wirklich einen amerikanischen Bass am Start. Und natürlich kommt der auch mit einem Koffer. So, das war's von dem Hamer Bass. Falls ihr noch Fragen habt, ihr könnt natürlich jederzeit bei uns anrufen, uns eine E-Mail schicken. Der Bass ist natürlich online bestellbar unter www.musikschmidt.de. Dort wie im Laden habt ihr 33 Tage Moneyback, 66 Tage Umtauschrecht. Und ich würde sagen, mir hat es Spaß gemacht und wie immer, Session rockt.